Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Russen. Ganz genau. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier, haben angefangen mit den Russen, sind mittlerweile schon in Mission 4 und müssen jetzt hier auch wieder die Alliierten platt machen. Da kommt er schon wieder mit Jeeps. Oh mein Gott, ich mach mir gleich in die Hose. Ja, das ist... Dio, Dio, Dio. Ach, hier die geile Mucke hier. Ja, ich nehme es direkt nach der letzten Folge auf, tatsächlich. Und... wie macht den kaputt? Und die Manneken, da kann einfach einer mal drüber fahren. Das ist ja... Die Manneken da einfach drüber fahren, Leute. So, einfach drüber fahren. So, einfach drüber, so, zack. So schnell geht das. Gut, Leute, wir sammeln hier weiter unsere Ressourcen ein. Ich baue mal 3 Raketenwerfer dazu. Und ja, dann würde ich sagen, Spionageflugzeug kann man hier erkunden. Die Manneken setze ich mal hier ab. Ah, und die Linien, die sind so ein bisschen weg, glaube ich. Verstärkungen. Ach ja, die. Ja, ja, gut. Die Karte hier ist größer, habe ich so den Eindruck, oder? Ach, und der sammelt wieder nicht hier. Ja gut, mach den kaputt, komm. Ja, kommt. Putz, putz. Was ist das denn? Haben die das gleiche Gewehr wie die Tanja, oder was? Machen wir weiter, Kampfpanzer los. Ja, wir haben jetzt unsere dicken Waffen hier, Leute. Ich weiß, das hört sich falsch an, aber es ist halt so. Die Russen, die haben die dicken Waffen. Was soll man da machen? Der Sammler sammelt auch wieder nur Kacke ein, ne? Das ist irgendwie doof. Aber gut. Leute, dann killt ihr mal den Bürger. Und hier werde ich mal weiter erforschen. So. Ah, seht ihr das? Habt ihr es gerade gesehen, Leute? Der hat Schattengeneratoren. Oh, und da kommt er mit was Schwererem an hier. Okay. Ja, dann schwächt ihn mal an. Wenn er dann auf mich warten würde. Das ist halt das Problem. Die Gummipanzer sind extrem schnell. Oh, schaut mal hier, Leute. Oh mein Gott. Lässt du meinen Sammler in Ruhe? Lässt du meinen Sammler in Ruhe? Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Hat er einfach meinen Sammler platt gemacht. Das geht ja gar nicht, Leute. Dann macht ihr die jetzt einfach kaputt. So, Butz, Butz, Butz. So. Auf den Gummipanzer. Butz. Hat er mir noch einen Sammler weggenommen. Das ist unfassbar. Gut, Leute. Ja, fahr die einfach platt. Oh! Oh, was macht er denn jetzt? Dann macht ihr mal bitte weiter Minikin platt hier. Shit! Die habe ich gar nicht verteidigt, ne? Ja, das passt schon so, mein Gott. So, ich muss ein Flugzeug nachbauen. In dieser Mission werde ich noch keine Verteidigung aufbauen. Das ist sinnlos hier. Oder? Wo ist mein Sammler? Habe ich keinen Sammler mehr? Was soll das denn? Ja gut, weißt du was? Dann verkaufe ich halt 2 Kampfpanzer. Ah, doch. Doch, doch, doch. Okay, nee, dann... Dann reicht. Dann ist okay. Aber ich werde trotzdem einen verkaufen. Ich kann ihn nicht verkaufen. Warum kann ich ihn nicht verkaufen? Hä? Kann ich ja nur vollgeladene Einheiten verkaufen? Guck mal bitte. Normalerweise kann man Einheiten verkaufen in dem Spiel. Ne, es geht nicht. Es geht nicht. Das ist lustig, Leute. Das ist in der Tat witzig. Habe ich so nicht mehr in Erinnerung gehabt, tatsächlich. Gut, dann holt ihr mir jetzt mal bitte hier Edelsteine, genau, Edelsteine. Spionageflugzeug und ihr könnt mal diesen Gummipanzer da stressen. So. Die schaffen den sogar, schaut euch das an, die Gummipanzer, die sind wirklich, alleine sind die so nutzlos. Schaut euch das an, hier diesen Gummipanzer auch noch. Es sei denn, der rollt natürlich drüber, ne? Das wäre scheiße. Aber ne, das schaffen sie. Die schaffen den Panzer auch. Oh mein Gott, Leute. So, und den schafft ihr noch, ne? Genau, sehr gut. Ja, wie ihr seht, die 5 Manneken, die können schon Stress verursachen.
beim Gegner. Und dann würde ich sagen, baue ich einfach mal weitere Einheiten hier los. So. Wie gesagt, wir haben jetzt das stärkere Arsenal. Und Edelsteine alle eingesackt. Und da kommt er direkt mit seinen Einheiten, ja, ja. Gut, liebe Leute. Erforschen wir mal weiter und reparieren uns mal. So, wir brauchen auch noch eine Jak. Ein Jak-Flugzeug. Und da würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal angreifen, weil die Alliierten, die sind ja echt einfach zu besiegen in diesem Spiel, wirklich. Also, oha, jetzt kommt er mit Gummipanzern an. Ihr seht, die sind direkt weg. Was versucht er da? Die sind direkt weg, Leute. Keine Chance, wirklich. So, zack, zack, zack. Wie gesagt, die Alliierten sind leicht zu besiegen, wenn sie nicht alles vermint haben. Wenn sie nicht alles vermint haben. Ja, die Alliierten, die legen sehr gerne Minen hier im Spiel. Und da ist eine Werft. Okay. Was war das schon wieder? Und damit Mannequin. Ja gut, für Mannequin sind die Raketenwerfer perfekt. Leute. So, Leute, zack. Seht ihr das? Drei Mannequin direkt weg. So, dann machen wir fünf Einheiten mal das da kaputt. Und genau, Leute, dann würde ich sagen, erkunden wir mal noch ein bisschen hier die Karte und machen den nächsten Jeep vor allem hier kaputt. Oh, zack. So, Leute, was kommt da schon wieder? Mannequin. Ah, Bunker. Das ist scheiße, Leute. Die Bunker-Anti-Infanterie bei den Alliierten, das ist kacke, wenn man das mit Mannequin angreift, aber ist okay. So, Leute. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es gleich. Was macht denn der Sammler da oben, ey? Wieder so weit weg. Oh, geiler Soundtrack. Geiler Soundtrack, ja. Wir können wieder spionieren, liebe Leute. Würde ich sagen. Ah, da kriegt er wieder hier seine vier Panzer, ja. Okay, Leute. Gegen die nehme ich einfach hier meine Kampfpanzer. Also. Die Raketenwerfer bleiben mal bitte da. Und da baue ich noch ein paar Kampfpanzer hier. Sammler, kommt bitte heim. Ja, ganz genau. Der Sammler kommt heim. Dann kommt ihr. Helft ihr dem mal. Los, helft dem mal. Ach du Scheiße. Dieser Penner. Hat er mir echt wieder einen Sammler weggehauen. Das ist jetzt der dritte Sammler, den er mir platt macht. Unfassbar. Leute, unfassbar. Wirklich. Ja gut, aber der kriegt nochmal Verstärkung. Ein Jeep. Was will er denn jetzt mit dem Jeep? Ja, direkt weg. Also, ja. So, Team 2, schieß auf den Mannequin. Zack. So, sehr gut. Und ja, der Sammler ist fertig, liebe Leute. Und warum geht der eigentlich so weit weg? Warum? Hallo? So. Fahr doch mal hier hin, Mensch. Da kommt er mit Mannequin. Pff, Mannequin, mein Gott. Warum fehlt da schon wieder eine Jack? Was macht der denn da? Mensch, Sammler. KI, ey, wirklich. Dann geh halt hier hinten sammeln. So. Mach mal Spionage hier drauf. Schattengenerator, zack. Gut, aber ich kann ihm die Werft wegnehmen. Ach, Mannequin, die sind für einen Raketenwerfer. So, mach dir die Werft mal platt. So, Raketenwerfer, schieß einmal drauf und dann... Ja, genau. Genau so. Gut. Leute, ich werde jetzt gleich mal angreifen gehen, tatsächlich. So. Ja, das sind die Mannequin hinten. Hier die. Was ist das für ein Panzer? Ach, verdammt, das war ein Turm. Ja, okay. Leute, dann würde ich mal sagen, nehmt ihr den Trupp hier und sammelt euch mal hier oben. Wir gehen jetzt nämlich angreifen. Bitte. Wir gehen angreifen und spionieren können wir auch wieder. So. Dann zack, da ist nämlich nichts. Ach, das ist die, der Remix vom ersten Soundtrack, liebe Leute. Ach, ist das geil mit den Russen, ey. Ich feier die so ab. Wirklich.
So, Leute, wir haben jetzt nämlich das viel bessere Arsenal hier. Die Türme sind nämlich direkt weg, wie ihr seht. Der Bunker mit einer Rakete, zack, weg. Oh, zack, genau. Das war's schon. Das war's schon, Leute. So, weg damit. Die Raketenwerfer, die sind echt so übel. So, zack. Weg mit dem Scheiß hier. Zack. Weg damit. Ihr seht, wie schnell die alliierte Basis fliegen geht, ne? So, Spionageflugzeug. Eine Rakete drauf. Oder so, ja, genau. Spionageflugzeug. Komm mal hier hin. Weil wir haben jetzt hier nämlich alles. Ist viel übersichtlicher, ne? Hier in dieser Mission. Beziehungsweise auf dieser Map. Es ist viel übersichtlicher. Boah. Ihr seht, also diese Basis ist wirklich nichts wert von den Alliierten. Und ja, da kommt er nochmal mit Panzer. Kaputt. Zack, weg. So einfach ist das. Sammler, versucht das noch hier. Und zack, weg. Gummipanzer. Zack, weg. Der nächste Gummipanzer. Weg. Und der Kampfpanzer hier. Zack, weg. Das ist so herrlich, Leute. Gut, da kommt noch ein Mannequin. Mach den kaputt. Ja, jetzt hat er hier noch irgendwo was. Einen Moment. Können wir direkt nachgucken. Sekundärziel erreicht. Ach, das Radar, das müssen wir ja platt machen, ne? Genau, das Radar müssen wir noch platt machen. Und dann haben wir es. Liebe Leute, haben wir die vierte Mission von den Russen schon fertig in der zweiten Folge. Oh mein Gott, geil. Okay. Der hilft nicht, ne? Ja, das war's. Einsatz erfolgreich. Cool. Leute. Dann Katzi. Ach ja, das waren ja wieder die Panzer mit Artilleriegeschoss. Okay, Leute. Bonusgalerie freischalten hinter feindlichen Linien. Würde ich sagen, ja, schreiten wir mal direkt durch hier. Wir sind nach wie vor hier in Europa unterwegs und haben jetzt wirklich Berlin eingenommen. Oh, und wir gehen nach Griechenland zum guten Herrn Stavros. Aber gut, Leute, erstmal die Bonusgalerie. Gut, was haben wir denn hier? Aufnahme eines sowjetischen Briefings aus dem Westwood Media Archiv. Am 3. Januar 2019 war Lagerschrank bei Electronic Arts in Los Angeles entdeckt. Okay, cool. Leute, was ist das hier? The truth is a lie. Okay. Ach, das Ding hier, okay. Das war von den Ameisen. Gut, Leute, dann haben wir Mission 5 in Griechenland, entfernter Donner. Ich wollte gerade Dollar sagen, aber Donner, Leute. Gut, nächste Cutscene wartet auf uns. Tötest du einen Menschen, ist das eine Tragödie. Wenn du 10 Millionen umbringst, ist das eine Statistik. Sie nennen mich Mörder. Doch erst die Geschichtsschreibung wird meine Taten beurteilen können. Ich lebe nur, um dem Volk zu dienen. Wo die Römer versagten, werde ich Erfolg haben. Die Grenzen Russlands werden von Küste zu Küste reichen, denn ein einiges Vaterland ist unser Schicksal. Diese Gebiete wurden einst von korrupten zaristischen Diplomaten und kriminellen Offizieren gestohlen und der Cyborg-Kriegsvertrag besiegelte den Verrat. Aber jetzt genug davon. Sie haben mir gut gedient. Machen Sie weiter so. Und Ihre Zukunft wird so hell strahlen wie der Stern der Sowjetunion. Als Belohnung für Ihren Dienst am Volke möchte ich Sie befördern. Ihre erste Aufgabe als Feldhauptmann führt Sie auf die Insel Kalkus.
Wir brauchen das Erz dort für ein Sonderprojekt. Außerdem haben sie die alliierte Funkzentrale dort zu erobern. Wir müssen wissen, was diese imperialistischen Hunde vorhaben. Gute Reise. Tun Sie, was das Volk von Ihnen verlangt. Boah, die Cutscene war ja übelst verpixelt, Leute. Oh mein Gott. Aber gut. Leute, wenn man einen tötet, ist es eine Tragödie. Wenn man mehrere tötet, wenn man eine Million tötet. Ah nee, ist es eine Statistik. Kennt ihr diesen Satz? Kennt ihr diesen Text? Das ist aus dem einen Soundtrack hier. If you kill one, it's a tragedy. If you kill 10 million, it's a statistics. Genau, das war doch aus dem Lied da, wo der Stalin im Hintergrund war. Genau, das war der Satz dazu. Und ja, fünfte Mission. Wir müssen jetzt hier. Ja, wie mache ich das denn jetzt am besten? Also ich meine, wir sammeln erstmal hier unten die Edelsteine ein, ne? Ah ja, gut, dann schmeiß den weg hier, so los. wir brauchen hier auch keine Verteidigung eigentlich, ne? Ja, wir müssen nämlich schnell sein in dieser Mission, weil hier seht ihr einen Bauhof, liebe Leute. Und den müssen wir irgendwie vernichten, bevor er hier auf die Insel geht, weil dann, wenn er auf die Insel geht... Uiuiuiuiui, pass mal auf mit den Edelsteinen, bauen wir lieber hier ab. Wenn er nämlich auf die Insel geht, dann... warum wird das eigentlich manchmal dunkler und manchmal hell? Naja, egal. Ist, glaube ich, relativ angenehm, wenn es so dunkel und hell ist, ne? Gut, liebe Leute, Flugzeuge werde ich hier nicht bauen. Die brauchen wir nämlich hier nicht. Oh, ah doch, eins brauchen wir schon für die Waffenfabrik habe ich. Moment. Warum kann ich kein Flugfeld bauen? Wahrscheinlich wegen dem Radar. Ja. ja, weil der sich dann nämlich schnell auf der Insel aufbaut. Deshalb müssen wir hier ein bisschen schnell agieren. Bevor der Bauhof hier wegfährt. Aber ich glaube, das ist nicht möglich, dass man hier so schnell reagiert. Weil, ja, der Träger hier, der ist sehr früh. Das ist das Problem. Was versucht da? Oh mein Gott! Was versucht dann da? Ach du Scheiße. Fahr die platt. So, sehr gut. Gut gemacht, lieber Sammler. Ja, wir brauchen hier U-Boot-Werft. Wir brauchen hier eine U-Boot-Werft tatsächlich. Moment, ich habe da eine Idee. Ich könnte U-Boote bauen und das direkt mal versuchen gleich. Moment, sammel du mal bitte Edelsteine ein. Ich könnte das gleich ja direkt mal versuchen hier. Baue eine U-Boot-Werft und dann versuche ich gleich mal mit U-Booten hier oben hinzufahren und ihm, ja, den Bauhof wegzunehmen. Mal gucken, ob das geht. Shit. Keine Energie, aber ich habe U-Boote, Leute. U-Boote, die sind sauteuer, 950, aber die sind's wert. Die sind's tatsächlich wert. Keine Ressourcen verschwenden hier, bitte. Moment. Bald mal hier, Sammler. So, dann kannst du reinbringen. Spionageflugzeug, so. Der Bauhof ist schon weg. Der Bauhof ist schon weg, Leute. Das ist übel. Was zur Hölle? Wie dreist ist der denn? So, Leute, ihr seht, der ist hier schon gelandet. Shit. Der ist da schon gelandet, der Gegner. Oh mein Gott. Ja, ist schade, aber... Was soll man da machen, Leute? Was soll man da machen? Gut, dann bauen wir ein paar Kampfpanzer. So. Hallo? Achso, okay. Gummipanzer! Die haben keine Chance gegen meine Minikön. Ja, doch. Ja gut, dann mach hier oben die kaputt. So, zack. Seht ihr das, wie viel die fünf Minikön aufhalten können, ey. So, dann brauche ich nochmal ein paar Raketenwerfer. Mensch, Sammler, jetzt sammel doch die Edelsteine. Oh, die haben es fast geschafft. Oh mein Gott, ey.
Das ist ein Schuss mit dem Kampfpanzer. Zack. So. Weg damit. Ja, der hat sich hier schon angesiedelt. Das ist scheiße, Leute. Aber vielleicht kriegen wir ihm seinen Bauhof platt. Ja, der hat sich hier schon... Ach, verdammt. Der hat sich da schon aufgebaut. Der Penner. Und der fährt meine Männchen natürlich platt, ne? Ist klar. Nee, schaffe ich nicht mehr. Shit, Leute. Ach du Scheiße, da kommt er schon wieder mit Männchen-Angriff hier. So, Leute. Dann fahr die platt. Los. Fahrt ihr die einfach mal platt. So. Ja, dumme KI hat man leider bei den Russen auch. Das ist... Hä? Was ist das denn? Davon kriegen wir einen zweiten Bauhof. Okay, geil. Krass. Okay, Leute, gut. Dann würde ich mal sagen, dass das hier heller und dunkler bei mir wird. Das ist, glaube ich, so eine Fernsehereinstellung. Ich spiele es ja auf einem kleinen Fernseher, das Game, ne? Und ich habe da irgendwie was mit der Hintergrundbeleuchtung anscheinend aktiviert oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jo, hängt es wohl damit zusammen. So, da sind Diebe! Was will er denn mit den Dieben? Hat er versucht, mich zu beklauen hier? Ja. Das geht mal gar nicht. Warum kriege ich einen zweiten Bauhof? Ja, der baut sich hier jetzt auf. Das ist echt scheiße, Leute, dass er sich jetzt hier aufbaut. Doof, aber gut, was... Kann man nicht ändern in dem Fall. Nur Spionage? Klär mal hier auf, bitte. Ich kenne die Map nämlich. Also die normalen Missionen, die sind mir echt noch ein Begriff. Die sind mir echt noch im Kopf geblieben, die normalen Missionen. Gut, dann würde ich sagen, stell den einfach auf. Bauen tue ich ja eh nichts mehr. Und verkauf den einfach. Ja, das ist, ich brauche Kohle. Liebe Leute, ich brauche einfach Kohle. So. Ah, oh, das ist gut. Der konnte absetzen. So. Einmal draufschießen da. Und hier einmal draufschießen. Und einfach alles kaputt machen. So. Zack. So, sehr gut, Leute. Da haben wir ihn jetzt... Ach du Scheiße. Schaut euch mal an, wie viele Schiffe der hat. Aber wir haben auch viele U-Boote. Also von daher könnte das sogar klappen. So, Spionageflieger. Mach mal bitte hier. Ja, das ist eigentlich ganz angenehm, dass der manchmal den Bildschirm verdunkelt. Bei mir. Automatisch halt. Ne? Gut, Leute, dann würde ich sagen, nehme ich mal in Einheiten und mache ihm mal seinen Sammler platt. Ja, alles klar. So, Leute. Oha. Was machen die da? Seid ihr bescheuert? Die waren so teuer, Mann. Ach, verdammte U-Boote. Verdammte U-Boote, ey. Wirklich? Ja, schafft das schon. Gut, Leute. Dann mach diesen Gummipanzer platt. So, zack und zack. Direkt weg. Wenn wir jetzt nämlich hier hingehen, Leute, kriegt er Verstärkung. Wenn wir gleich hier die Basis angreifen. Dann kriegt er nämlich Verstärkung, Leute. Ah, mach die... Seht ihr das? Genau, dann kriegt er Verstärkung. Der hat mir alle Raketenwerfer hier weggeballert, ne? Oh, das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Da kommt er ja noch mit dem Minenleger und der will hier alles verminen, der Sack. Der vermint hier alles. Der Sack. So, gut, egal. Einfach platt machen hier den Scheiß. So, Leute. Einmal draufschießen, da los. Da ist noch ein Turm. Da unten. Terminleger, ey. Unfassbar, wirklich. So. Alles verkauft. Geil, Leute. Alles verkauft, liebe Leute. So. Der macht mir alles platt. Was soll das denn? Gut. Verstärkungstruppen, kommt mal bitte her. Alter. Ja, die machen alle platt. Das ist ganz gut. Oh! Invasoren, Leute. Das habe ich nämlich mir noch gedacht. Der mit seinen Invasoren hier.
Dann fahr den halt platt. So. Was zur Hölle? U-Boote, mach den kaputt. So, zack, liebe Leute. Oha! Okay. Ja gut, egal. Oh shit, jetzt baut... Der baut sich hier echt heftig auf, Leute. Der baut sich hier echt heftig auf. So, ich glaube, das Ding müssen wir erobern, ne? Ganz genau, Leute. Und warum habe ich die ganze Zeit kein Geld? Das ist gerade lustig, warum ich die ganze Zeit kein Geld habe. So, liebe Leute, dann weitere U-Boote, bitte. So. Ja, lass dich doch noch mehr abballern. So, Leute, dann speichere ich das Ding mal. Mission 6. So, jetzt... So, zack. Und... Naja, dann zieh die einfach hier hin. Passt schon so. Und genau, dann müssen wir uns jetzt eigentlich nur auf den Angriff vorbereiten hier. Und hier brauchen wir sehr viel. Wir brauchen hier sehr viele Einheiten. Weil wie ihr seht, der legt jetzt richtig los. Also der belagert hier wirklich die ganze Insel. Bau mal einen Invasor, bitte. So. Ihr seht's wirklich, ne? Der sackt sich die Edelsteine ein. Und ja, wir sind zu spät, leider. Das ist das Ding. Aber ich glaube mit... Ach du Scheiße, drei Schiffe. Drei Schiffe, die sich hier um die Männigen kümmern wollen. Ich glaube, das können wir mal versuchen. Ja, lass die U-Boote mal sein. So, Fallschirmtruppen. Die können sich mal hier um die Jeeps kümmern. So, liebe Leute. Die können sich mal um die Jeeps kümmern. Ah, schade. Aber einen haben sie platt gekriegt, das ist ja schon mal was. Gut. Leute, dann werde ich jetzt mit den U-Booten erstmal den Seeweg freiräumen. Ganz genau, dann würde ich sagen. Jo. Meinen Kaffee habe ich schon ausgetrunken. So, zack. Und hier den noch wegmachen. Zack. Und den noch wegmachen. Zack. So, liebe Leute. Dann machen wir es mal. Ja, das ist jetzt wieder so krass. Schaut euch das an, wie viele er hat. So viele Spawner-Einheiten und alles. Und zack. Direkt weg. So. Alles klar. Einfach weiter freiräumen hier. Einfach weiter freiräumen. So, einfach rumfahren und drauf da, los. Schieß doch da drauf. Ja. So, zack. Und jawohl. Den einen Zerstörer hier kriegen wir sogar noch, glaube ich. Denke ich mal. Nein, wir kriegen ihn nicht. Shit. Aber ist okay, ist in Ordnung, Liebling. Ach, was habe ich gerade gesagt? Ist in Ordnung. Ja. Gut, Leute. Jo. Ach, wir haben sogar Kohle. Das heißt, wir können einfach mal ein paar Panzerschienen hier bauen. Boah, seht ihr das? Das ist so viel Schrott, was der hier jetzt hat, ne? Okay, gut. Wir brauchen drei Transporter am besten. Der Invasor ist fertig. Der kann das Ding da oben mal erobern. Und, aber wenn ich das erober, dann versucht das platt zu machen, oder? Ja, das kann sein. Aber ich baue mich... Ach, ich baue mich einfach für einen Angriff auf. Was soll denn das? Was soll denn der Geiz jetzt hier? So, zack. Spionage. Flieger, sehr gut. Und ihr seht, eins, zwei, drei, drei Sammler. Oh. Oh, die Tarnbunker sehen ja geil aus hier. Schaut euch das an. Haben sie nochmal ein Update rausgehauen oder was war da los? Ach du Scheiße, Leute. So, erstes Einsatzziel ist erreicht. Kann ich ihm hier irgendwas wegnehmen? Ich probier's mal mit der Raffinerie. So, liebe Leute. Nein, der hat nämlich einen Bunker da. Ah, shit, Mann. Das... Nee, das... Puh, das ist zu heftig, was der hier alles hat. Ey, das ist wirklich heftig. Also, ja. Oh, Leute, ich sehe gerade, die Folge ist voll. Gut, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und, ja.
Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.